So. Willkommen beim Kreationskristall, Portalmeister. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. Wähle zuerst eine Kampfklasse. Jede Klasse setzt einen einzigartigen Waffentyp ein. So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, bei einer neuen Folge Skylanders Imaginators. Wir wollen einmal hier einen neuen Imaginator machen. Ich habe hier noch zwei Steine, Feuer und Natur. Wir machen jetzt mal Feuer. Ich gucke mir nochmal ein Feuer-Ninja. Geil. Feuer-Panzerbrecher? Nee. Feuer-Schnellschütze hört sich schon mal verlockend an. Zauberer haben wir ja schon. Feuerboxer, nee. Feuerwächter? Was kann denn der Wächter? Wächter-Imaginator sind bewegliche Kämpfer, die Waffen mit zwei Klingen führen. Bist du bereit, einen Wächter zu kreieren? Die Wahl einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Abbrechen. Feuersäbelrassler mit zwei Schwertern und Bogenkämpfer auch nicht schlecht. Bogenkämpfer oder Säbelrassler? Ich glaube, Säbelrassler können wir noch andere Sachen machen. Bogenkämpfer hört sich verlockend an. Bogenkämpfer-Imaginators sind in der alten Kunst des Bogenschießens ausgebildet und besiegen Gegner über große Distanz. Bist du bereit, einen Bogenkämpfer zu kreieren? Ja, komm, wir machen mal die Wahl Bogen. Einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Nee, wie gesagt, Bogenschütze. Geht besser mit Natur irgendwie, oder? Ist so elfenhafter. Wir nehmen mal den Feuersäbelrassler, glaube ich. Säbelrassler-Imaginators schwingen zwei Klingen und nutzen ihre Beweglichkeit, um ihre Gegner zu überlisten. Ja, das sieht gut aus. Bist du bereit, einen Säbelrassler zu kreieren? Die Wahl einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Den nehmen wir. Kreieren. Säbelrassler ist geboren. Erwecke deine Fantasie jetzt zum Leben. Ja. Aussehen. So. Was haben wir denn für Waffen erstmal? Warum ist denn die gesperrt? Unheil, Skelettschwerter, episch Level gesperrt. Aber benötigt Stufe 4. Okay. Schade. Fangen wir mal mit dem Kopf an. Dann nehmen wir den für den Kopf hier. Wow, wie viele Köpfe haben wir denn hier denn, ey? Schön, dich zu treffen. Nimm mich. Wissenschaftlich. Okidoki. Ist ja geil. Schön, dich zu treffen. Es den kann haben wir schon. Los. Was ist? Aber ja. Du hast... Der ist ganz putzig, oder? Wie so ein Chipmunk. Fahre hoch. Bin immer bereit. Ja. Okay. Hallo. Nee. Nimm mich. Nein. Hallo. Ist auch nicht schlecht. Begrüßungssequenz 1. Nein. Okay. Schön, dich zu treffen. Hier so ein Ritterhelm. Ich werde... Hallo? Nein. Der König ist da. Nein. Wie ist das möglich? Nein. Schön, dich zu treffen. Offizier auf der Brücke. Hört her, hört her. Hallo? Ich werde... Wie ist das möglich? Bin immer bereit. Was ist? Der Vogelkopf ist auch gut. Fahre hoch. Wissenschaftlich. Rücken wir aus. Es kann losgehen. Na, der ist auch cool. Was ist? Einsatzbereit. Also ich schwanke, boah, wie viele Köpfe sind denn da noch? Ey, da gibt's doch gar nicht. Wie viele Dinge haben die denn hier drin, ey? Also ich schwanke momentan so ein bisschen zwischen dem Kapuzenmann. Keine Ahnung. Und dem Chipmunk hier. Ich weiß es noch nicht. Kapuzenmann gefällt mir eigentlich besser. Ich weiß es noch nicht. Auch sind nur die Pupillen, ne? No. Ist orange, finde ich doof, deine Augen. Das kann ich aber nur ändern, ne? Augen sind cool, nur das Orangene gefällt mir nicht. Cool. Nehmen wir erstmal. Ohren? Nee. Ich will jetzt auch nicht die gleichen Sachen nehmen wie bei dem anderen. Auch wenn sie mir sehr gut gefallen.
Was ist das denn, ey? So Magnetohren. Schräg. So Elfenohren sind auch cool. Was ist das denn, ey? Die sind auch stylisch. Nee, die sind cool. Oh, ja. Die passen gut. So, was haben wir für eine Brust hier? Die ist schon mal ganz gut. Die passt auch sehr gut dazu. Die sieht gut aus, ne? Ja, die ist ganz cool. Wollen wir mal eine Frau? Nee. Oh, die ist auch schön. Die nehmen wir. Die ist cool. Perfekt. So, Arme. Was hat der Gute denn für Arme hier? Kettenschutzarme. Normale Arme. Nackte Arme. Skelettarme passen nicht. Nee, das passt auch nicht. Magmaarme passt auch nicht. Affenarme. Affenarme? Nein, Affenarme passen nicht, oder? Die sind auch cool. Diese Schlangenarme sehen ja total beknackt aus. Aber wenn man jetzt hier so guckt, hier ist echt noch wenig drin, ne? Was hatte ich denn jetzt gerade? Nee. Welche hatte ich? Welche, wo habe ich denn gesagt, die sehen ganz cool aus? Die hier, ne? Ja, die sind so ein bisschen komisch, aber gut. Tassetten. Was ist denn eine Tassette überhaupt? So ein Lendenschurz oder was? Ne, der sieht so ein bisschen elfenmäßig aus, wenn jemand das hier... Hat der einen Schwanz? Das ist ja auch cool. Der hier ist ganz... Der ist ganz cool. Haben die gar keine Beine, die Ritter, oder was? Sieht nicht so aus. Probieren wir es aus. Die haben keine Beine. Nehmen wir den hier. Okay, warum haben die Ritter denn keine Beine? Was ist das denn? Brust, Ohren, Augen, Kopf. Okay. Ausrüstung. Kopfbedeckung. Der hat doch schon einen Hut auf. Oh, alter Schwede. Das ist ja mal krass. Auch nicht schlecht. So was hier. Ah, ist noch gesperrt. Selten Level gesperrt, benötigt Stufe 2. So was finde ich ja ein bisschen affig, ne? Wenn du die schon freigespielt hast, ey, dann sollst du sie auch ausrüsten können. Alle gesperrt, ey. Total doof. Besonders Level 6 oder was? Die hat sie doch ruckzuck drin, die Dinger. Aber der ist ganz cool. Sehe ich damit gruselig aus? Du siehst damit total gruselig aus, mein Freund. Und mit so Melonenscheiben auf den Schultern siehst du noch viel gruseliger aus. Ja, die ist auch wieder gesperrt. Ey, die ganzen coolen Sachen sind gesperrt. Wie doof ist denn das? Das ist so doof. Nur hier so doofe Melonenscheiben nehmen. Ah, die sind doof, oder? Melonenscheiben sind doof. Wir nehmen die hier. Armschienen. So Melonenscheiben. Holzteile. Nur die sind wieder alle gesperrt hier. Das ist doch nicht wahr, ey. Wir nehmen hier die Holzknüppeldinger. Yeah! Beinschutz. Wir haben noch gar keine Beine. Ich wollte sagen, wir haben noch gar keine Beine. Wie sollen wir denn da Beinschutz nehmen? Aber Flügel wären jetzt cool, ne? Ja, jetzt können wir hier nicht die Skelettflügel nehmen, weil die Stufe 6 sind. Ach, soweit ist doch beknackt. Soweit ist doch total beknackt. Ja, können wir dann auch noch nicht nehmen. Weil wegen Level. Größe. Ja, der sollte schon groß sein. So ein riesen Kopf. Also einen ganz kleinen Kopf. Ne, mittelgroßen Kopf. Oberkörper. Auch ganz normal. Ne, komm. Muskeln. Boah. Ja, ist schon ganz cool so, glaube ich. Schwanzbreite. Ja, Schwanzbreite ist besser.
Ein breiter Schwanz ist immer gut. Unterkörper, nee, das ist alles gut so. Boah, ja, der ist cool. Der ist cool, Freunde der Nacht, oder? Der ist richtig cool. Die Augenfarbe hätte ich nur noch mal ganz gerne geändert hier. Auf jeden Fall. Erstmal Gesamtschema gefällt mir auch noch nicht, ehrlich gesagt. So sieht der jetzt normal aus. Ja, schick. Schick, schick. Boah, der kann schon was, Freunde der Nacht. Der kann schon. Aber die Ohren passen nicht zu dem Rest. Die Ohren müssen jetzt auch schwarz sein. Echt heiß. Feuer, muss ich mir merken schon mal. Scharfer Senf. Auch cool. Oh, die sehen alle gut aus. Oh, Leute. Schwarzes Lakritz. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Sieht der geil aus. Graue Zellen. Weißes Licht. Gelber Stern. Ne, alles zu bunt hier. Das ist alles zu bunt. Die sehen auch ganz cool aus. Aber ehrlich gesagt, ne? Schwarzes Lakritz war das einzige, war die einzige Färbung. Die sieht auch gut aus, düster Gruft. Aber ich muss sagen, schwarzes Lakritz war die einzige Färbung, die mir ein, boah, wie geil ist das denn, entlockt hat. Und von daher werden wir, glaube ich, schwarzes Lakritz nehmen. Wo war's? Da, schwarzes Lakritz. Boah, sieht schon heftig aus. Eventuell machen wir da noch irgendwie was dran. Rote Augen, alter Schwede. Spyro Fanclub. Boah. Piratenmeer, das sieht gut aus. Was kann ich denn da noch anpassen? Ach, hier kann ich noch anpassen oder was anpassen. Eigene Farben. Ach, guck mal, hier kann ich den heller machen. Ein bisschen heller ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ganz so dunkel muss er nicht. Aber krass ist, ich muss jetzt die Ohren dann auch so hinkriegen. So war der, ne? Hey, komm, so ein bisschen heller ist schon cool. Das ist falsch. Das sind die Ohren, ne? Ja. So ist der schon ganz cool, glaube ich. Oder? So oder so. So oder so. So oder so. Ich hätte ganz gerne nur die Ohren geändert. Ich muss nur mal gucken. So ist ganz cool, glaube ich. So ist ja ganz cool. So fallen die Ohren auch nicht so auf. Das sieht gut aus. So. Sehr gut. Das sind Teile Schemas. Kopf, Augen, Ohren. Guck mal, da sind die Ohren. Ja, da kann ich die Ohren dann nur alleine wechseln. Doof. Obwohl, jetzt war eigentlich gut, ne? Na komm, jetzt ist gut. Was kann ich denn da noch ändern? Ohren, Brust, Arme, Tassetten, Armschienen. Okay. Gut. Aussehen haben wir damit fertig, ne? Aura, der kriegt auf jeden Fall eine Aura hier. Also was? Ne. So was? Ein Funkeln. Ja, hier so Planeten, die so um den rumkreisen. Das ist zu hell, oder? Das passt nicht zu dem. Das passt irgendwie nicht zu dem. Keine. Farbe, Größe haben wir alles. Ausrüstung haben wir. Gut. Dann kommen wir zu den Kräften. Stürmer. Also drücke Quadrat, um auf kurze Distanz mit deinen Doppelklingen anzugreifen. Drücke Quadrat, um Klingen auf deine Gegner zu werfen. Nee, wenn, dann machen wir jetzt hier richtig, ne? Brennender Sprint mit einer Flammenspur oder drücke, um Meteore zu beschwören. Boah, ich würde sagen, wir machen mal cool hier. Meteore beschwören. Schwert Nado. Drücke Dreieck für einen wilden Wirbelklingenangriff. Okay. Kann hier nichts ändern. Stahlfächer R2. Drücke R2 um Schwerter, aber können wir sowieso noch nicht kaufen. Okay. Persönlichkeit. Name. Den nennen wir Pyrocenturio. Pyro
Habe ich hier keinen Dings? Dann muss ich Leertaste nehmen. Pyro. Zen. Du. Ri. Oh. So. Das Gruseln hat einen neuen Namen. Ja, auf jeden Fall. Heiß auf Ruhm. Manche ich fahr. Heiß auf. Heiß auf, ist schon mal gut. Heiß auf. Heiß. 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 Heiß auf. Heiß auf. Nicht. Heiß so, auf. Nee, heiß, Mut, Bananensarkasmus. Heiß auf Affenzirkus. Heiß auf. Heiß auf. Heiß. Heiß auf Schwertgesch. Heiß auf Balle. Heiß. Heiß. Heiß auf. Heiß. Heiß. Heiß auf Hokus Pokus. Hokus Pokus. Jetzt hagelt es. Hokus Pokus. Ich lebe. Ich. Unterwerft euch. Ich schwör. Ich. Jetzt hagelt es. Hokus Pokus. Jetzt hagelt es. Hoko. Jetzt hagelt es. Hokus Pokus. Jetzt. Jetzt hagelt es. Jetzt hagelt es. Hokus Pokus. Jetzt hagelt es. Hokus Pokus. Jetzt hagelt es. Jetzt hagelt es. Hokus Pokus. Jetzt hagelt es. Nee, mir fehlen noch einige, aber wir nehmen hier den Held. Der hat sich cool angehört. Jetzt hagelt es. Hokus Pokus. Jetzt hagelt es. 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 Hokus Pokus. Jetzt hagelt es. Jetzt hagelt. Jetzt. Jetzt hagelt es. Okay, dann haben wir das Hokus Pokus auch fertig. Musik und Effekte nehmen wir leider keine, weil ich Angst habe, dass wir da wieder Claims hier auf dem Video kriegen, ja. So, Imagine Night Tresor bringt mir nichts, ne, haben wir nichts. Creators App spielen. Jetzt hagelt es Hokus Pokus. Pyro Centurio. Okay, der gefällt mir auch sehr gut. Yo, Freunde der Nacht. Aber wir werden ihn, genau, wir gehen jetzt mal hier in die Arena und gucken mal, was der kann. Können wir nämlich nochmal kurz anzocken. Schauen wir uns ein paar Kämpfe an. Genau. Kampfarena. Betreten. Und dann wird er mal ein bisschen rumgematcht. Enthält Baumset. Da so ein End, ey. Was hast du? Hey, schön dich zu sehen, Skylander. Wie mir scheint, bist du hier, um es richtig krachen zu lassen. Gut so. Jo, bereit, ey. Der gefällt mir so vom Aussehen her noch besser als mein Deathlef, muss ich sagen. Hier ist der Trollsportsender K-Tropes. Und bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast. Broccoli Guy wird den kommenden Arena-Kampf für uns kommentieren. Oh, und was für ein Arena-Kampf uns heute bevorsteht. Ich meine, auf der einen Seite haben wir die Skylander, klassische Helden, die wir alle lieben. Aber auf der anderen Seite, da steht... Moment, ich weiß gar nicht, gegen wen sie heute kämpfen, Chill Bill. Ich bin bereit. Da geht es mir leider ganz ähnlich. Mein Produzent eventuell machen wir den noch ein bisschen heller, weil ihr seht, also man sieht hier nichts, wenn er einen anguckt. Ein bisschen heller können wir den, glaube ich, machen. Müssen wir nochmal gucken. So, kommt her. Oh, der Skylander verliert keine Zeit. Der zeigt diesen Schwachköpfen, wer hier der Boss ist. Käfer sind echte Plagegeister und sie können Plagen übertragen. Ja, das war's dann wohl. Die Skylander sind als hohe Favoriten in den Kampf gegangen. Stufenaufstieg. Booyah! Ich musste jetzt einfach den Skylander bejubeln, der gerade aufgestiegen ist. Mit einem Booyah. In meinem Kopf klang das nicht so schräg. Alter Schule. Okay, jetzt kann die Party richtig losgehen. Die Chompies sind da. Und tschüss. Backup. Die Skylander schlagen sich wirklich gut, Broccoli Guy. Ja, diese gewieften Skylander setzen ihre Fähigkeiten im Kämpfen in dieser Arena richtig geschickt ein. Logisch. Ich meine, was sollten sie sonst einsetzen? Ihre Fähigkeiten im Unterwasserkorb flechten?
kleiner Staub. Okay, es geht los. Runde 3. Jetzt geht's rund. Gut. Ja, genau, Chill Bill. Es geht bestimmt viel runder als noch in Runde 2. Das sind wieder einmal tiefe Einblicke in diesen Sport, die man sie nur bei uns zu hören kriegt. Stufenaufstieg. Was zum? Oh, ich verstehe. Der Skylander ist aufgestiegen. Ich hatte ganz vergessen, dass das ging. Alles klar. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Was zum? Oh, ich verstehe. Der Skylander ist aufgestiegen. Ich hatte ganz vergessen. Also, Chill Bill, wie schätzt du denn die Siegchancen der Skylander ein? Nun, sie haben ja gerade gewonnen, also 100%. Ja, sehr schön. Der geht auf jeden Fall schon mal gut ab hier. Skylander, das war einfach großartig. Und ich meine das im positiven Sinn. Wobei, gibt es überhaupt einen negativen Sinn? Ach, egal. Das war auf jeden Fall gut. Hey, und hier ist eine Belohnung für die harte Arbeit. Neuer Set-Teil gefunden. Oh, cool. So, jetzt können wir auch noch mal eben gucken. Jetzt können wir auf jeden Fall die andere Waffe auch nehmen hier. Ja, sehr cool. Und jetzt müssten wir auch hier die Flügel nehmen können, aber noch nichts Gescheites hier. Die kriegen wir erst ab Level 6. Da fehlen uns noch zwei. Ein Schild hinten drauf. Ist auch doof, ne? Aber das sieht ganz cool aus schon mal. Hier sind auch einiges frei, ist mir jetzt aber egal. Die können wir auch jetzt alle benutzen. Alles klar. Den hier. Ich wollte den aber noch ein bisschen heller machen, habe ich gesagt, ne? Wo war das denn? Tassetten, Schwanz, Ohren, Brust. Ich vergesse das immer. Da, Farbe. Gesamtschema. Und zwar wollte ich die Ohren. Ja, den Kopf ein bisschen heller machen auf jeden Fall und die Ohren auch ein bisschen heller. Ne, das ist doof. Das will ich nicht zusammen machen. Ich will die Ohren alleine machen. Das ist so ein sehr helles Weiß. So, das passt dazu. Gut. So, jetzt haben wir's. Pyro Centurio. Das sieht besser aus. Okay, Freunde, ich hoffe, hier der Pyro Centurio hat euch gefallen, ey. Haben wir jetzt auch lange gemacht, aber hat jetzt auch Spaß gemacht und ich glaube, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall auch sehen. Ich stelle ihn jetzt nochmal einmal hier drauf und nehme ihn runter, weil ich auch einen schönen Screenshot habe. So, pass auf, Freunde, in der Nacht, jetzt kommt da Pyro Centurio. Jetzt hagelt es Hokus Pokus. Da ist er, jetzt hagelt es Hokus Pokus. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Folge und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, alles Gute, euer Theodan. Ciao, ciao.